Nächster Redner hat Karl Schieverling von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! An die guten Zahlen haben wir uns längst gewöhnt. 23 Millionen Menschen in der Beschäftigung, 31 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, im europäischen Vergleich eine niedrige Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Konsequenz daraus ist, wir haben gut gefüllte Sozialkassen, die zwar nicht überquellen, aber die im Augenblick auch keinen Anlass zur Sorge geben. An diese guten Zahlen haben wir uns so sehr gewöhnt, dass wir vergessen haben, was die Ursachen sind. Wir haben vergessen, dass die Ursachen dafür sind, das Ergebnis einer guten Finanz- und Wirtschaftspolitik, dass Ursache mit dafür ist, dass wir Reformen vor 10 Jahren gemacht haben, die ihre Wirkung entfalten, und auch die Korrekturen, die schon in der letzten Legislaturperiode gemacht worden sind, ihre Wirkung entfalten. Alles das gehört dazu. Und deswegen haben wir uns eher daran gewöhnt, über Fachkräfte zu diskutieren, als über die Situation der Arbeitslosigkeit. Ich meine, das ist eine Entwicklung, die eher ermutigt als betrübt. Und das ist ein völlig anderer Blickwinkel auf diese Gesellschaft als die, Frau Kipping, die Sie gezeichnet haben. Denn viele Menschen, die bis dahin in Armut waren, haben den Sprung in Beschäftigung geschafft. Auch viele Langzeitarbeitslose haben den Weg in Beschäftigung gebracht, um daraus ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften zu finanzieren. Ich meine, Frau Kipping, das ist eine gute Entwicklung, und wir werden an dieser Entwicklung weiterarbeiten. Wir haben uns so sehr an diese guten Zahlen gewöhnt, dass wir geneigt sind, die Augen davor zu verschließen, wo am strahlend blauen Konjunkturhimmel möglicherweise die Gewitterwolken aufziehen könnten, die uns schon wieder vor neue Herausforderungen stellen. Ich denke nur die Situation in der Ukraine, ich sage die Situation in China und in anderen Bereichen, wo wir vom Export abhängig sind, und einige andere Situationen auch. Gewiss, wir können nicht allem vorbeugen, aber wir dürfen es nicht aus dem Auge verlieren, weil wir sonst Gefahr laufen zu glauben, dass ein immer weiter so letztendlich die Normalität ist. Wir werden dafür kämpfen, dass sie die Normalität bleibt. Aber wir hängen von Dingen ab, die wir in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik alleine nicht entscheiden können. Meine Damen und Herren, auch die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik steht vor den Herausforderungen der demografischen Entwicklung. Und die neue Herausforderung, durch die wir nun gestellt sind und vor der wir gestellt sind, ist die Situation, dass viele Menschen auf der Flucht sind, bedroht sind an Leib und Leben, existenziell. Wir kennen die Bilder alle, wir kennen die Situation. Sie sind vor Bürgerkriegen geflüchtet, sie suchen Schutz in unserem Land. Wir nehmen sie auf, wir begrüßen sie freundlich, wir wollen tun, was wir können. Und ich sage Ihnen, es ist ein gutes Zeichen, was wir hier in Deutschland setzen und wie wir das setzen. Diese Entwicklung, die Bundesarbeitsministerin hat gerade ausführlich darauf hingewiesen, bestimmt die Agenda in unserem Land. Und so haben wir neue Herausforderungen, neue Wege, aber auch neue Chancen. Und mit diesem Dreiklang will die Union im Haushalt 2016 den veränderten Anforderungen des Arbeitsmarktes und der Sozialpolitik Rechnung tragen. Bei allen Aufgaben, die sich neu aus der Hilfe für die Flüchtlinge ergeben, muss allerdings, und auch da unterstütze ich die Bundesarbeitsministerin voll, muss allerdings im Blick behalten werden, dass sich Anforderungen an uns stellen, die nicht verloren gegangen sind, sondern die weiterhin unsere Agenda bestimmen. Die Anforderungen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, der wir Rechnung tragen müssen, das ist die Situation der noch nicht vermittelten Langzeitarbeitslosen, das ist die Situation der Menschen, die arbeitssuchend sind, das ist die Situation, wie wir das Rentensystem auf Dauer gesehen krisenfest machen können. All diese Herausforderungen bleiben bestehen. Alles, was wir für die Menschen, die in Not sind, zu uns kommen, ist nichts, was das andere ersetzt, sondern müssen wir zusätzlich schultern. Und ich bin sicher, dass wir mit dem Dreiklang, die neuen Herausforderungen anzunehmen, die neuen Wege zu beschreiten, auch die neuen Chancen erkennen. Und deswegen werden wir das auch gemeinsam schultern. Kernthema
ist die Integration aus unserer Sicht der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in den ersten Arbeitsmarkt. Die Union will gemeinsam mit dem Koalitionspartner, wenn auch zunächst befristet, die arbeitsmarktpolitischen Instrumente angehen, mit dem Ziel des Übergangs in den Arbeitsmarkt und den so zu gestalten, dass es für die verschiedenen Zielgruppen auch zum Erfolg wird. Es geht um die Arbeitslosen, die 55 Jahre und älter sind. Es geht um die langjährigen Bezieher von Arbeitslosengeld II. Es geht um die Menschen, die mindestens 3 Jahre nicht im Erwerb sind. Es geht um junge Eltern, die seit Jahren von der Grundsicherung leben, und ein Programm für schwer erreichbare junge Menschen. Zu diesem Programm gehört, dass wir möglichst nah am Arbeitsmarkt diese Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integrieren. Und deswegen haben wir auch den Vorschlag unterbreitet, das gute, bewährte Instrument der Integrationsbetriebe zu nutzen, um sozusagen Schritte zu gehen, um den ersten Arbeitsmarkt zu erreichen. Meine Damen und Herren, wir wollen schon in diesem Haushalt und auch im zukünftigen Haushalt in die Zukunft investieren. Im Koalitionsvertrag haben wir dazu festgehalten, junge Menschen, deren Eltern seit Jahren von der Grundsicherung leben, sollen Unterstützung erhalten. Darauf haben wir uns verständigt. Wir müssen es schaffen, auch den schwer erreichbaren jungen Menschen eine Perspektive zu geben. Und deshalb freue ich mich sehr, dass die Bundeskanzlerin gemeinsam mit der Bundesarbeitsministerin sozusagen ohne großes Aufheben zu machen, einen Vorschlag von mir übernommen haben, dass wir ein Programm auf den Weg legen mit der Überschrift Respekt. Respekt vor den jungen Menschen, die auf dem Weg sind in ihre Zukunft. Respekt vor ihnen, die der Hilfe benötigen. Dieses Programm wollen wir im Oktober starten und wollen über diesen Weg Einrichtungen schaffen, in denen diese jungen Menschen Unterstützung erhalten. Ziel ist es, dass sie persönlich geprägte, langfristige Beziehungen aufbauen können, die Vertrauen und Sicherheit schaffen und einen kontinuierlichen und nachhaltigen Weg in Ausbildung und Arbeit ebnen. Die zentrale Botschaft des Programms heißt: Wir achten die jungen Menschen, wir erkennen ihre unterschiedlichen Problemlagen an, mit ihnen gemeinsam wollen wir den Weg zu einem selbstbestimmten und freien Teilhabe in unserer Gesellschaft öffnen. Und dabei haben wir auch die Situation der jungen Eltern im Blick, die seit Jahren von der Grundsicherung leben, als eine Zielgruppe unserer besonderen Maßnahmen. Die Eltern haben eine ganz wichtige Vorbildfunktion, und ihnen soll geholfen werden, diese Aufgabe wahrzunehmen. Ich danke ausdrücklich den beiden Berichterstattern für den Haushalt. Ich danke sehr herzlich Axel Fischer und Ewald Schurer, die schon in der letzten Legislaturperiode, in dem letzten Jahr für diesen Haushalt 2015 und für den Haushalt 2016 die Voraussetzungen dafür geschaffen haben. Meine Damen und Herren, das ist, Frau Kipping, ein gänzlich anderes Programm als das, was die Linken haben. Wir setzen an, wie wir den Menschen helfen können, aus ihrer Not herauszukommen, sehr konkret sie an die Hand zu nehmen. Und unser Ziel besteht nicht darin, willkürlich Hartz-IV-Sätze anzuheben, sondern auf der Grundlage von ordentlichen Berechnungen die Grundlage für das Leben zu schaffen. Aber unser Ziel muss sein, den Menschen in eine Perspektive hineinzubringen, und daran arbeiten wir. Meine Damen und Herren, und dann stellt sich die große Aufgabe der Integration von Flüchtlingen, die eine dauerhafte Duldung haben, die ein Bleiberecht haben, die hier sein bleiben sollen. Da gilt es, neben der Willkommenskultur, die die Menschen auf den Bahnsteigen, auf den Bahnhöfen, an den Straßen, überall dokumentieren, diese Willkommenskultur auch auf die ganze Gesellschaft auszudehnen. Und dazu gehört auch die Wirtschaft, und dazu gehören auch die Betriebe. Und ich unterstütze ausdrücklich Ihre Einschätzung, dass die eigentlichen Herausforderungen sich, was den Arbeitsmarkt angeht, nicht heute stellen, sondern Anfang des kommenden Jahres verschärft uns herausfordern werden, nicht nur was die Frage von Sprachkursen angeht, sondern auch was die Vermittlung in Arbeit angeht. Und deswegen ist es gut, dass wir uns jetzt dieser Herausforderungen so stellen. Die Bundesarbeitsministerin hat das Programm vorgestellt, das findet unsere Unterstützung, und ich denke, dass wir gemeinsam dann die Herausforderungen und die Aufgaben, die sich dort geben, dann auch tatsächlich schultern. Voraussetzung ist allerdings, dass natürlich die Rechtsgrundlagen geklärt sind für jeden Einzelnen, der zu uns gekommen ist. Das heißt, dass er auch bei uns bleiben kann,
dass er nicht nur geduldet ist, dass er bei uns bleiben kann, dass er bei uns eine Lebensperspektive hat, weil dann die Schritte erfolgen können, Menschen tatsächlich auch langfristig und dauerhaft in den ersten Arbeitsmarkt unterzubringen. Und dazu gehört auch, dass der viel zitierte Fachkräftemangel eine Riesenchance darstellt, diesen jetzt zu befrieden. Allerdings ist Voraussetzung dafür, dass die Branchen auch sehr konkret sagen, wer eigentlich wie viel Fachkräfte benötigt und konkret sagen, in welcher Region welche Fachkräfte gebraucht werden. Fachkräftemangel ist kein pauschales Problem, sondern ist ein Branchenthema und ist ein regionales Thema. Und deswegen muss darauf auch sehr spezifisch und passgenau gehandelt werden, weil es sonst wieder zu einem in Neuhochdeutsch Mismatching kommt und Erwartungshaltungen geweckt werden, die möglicherweise so gar nicht zu befriedigen sind. Meine Damen und Herren, es zu den neuen Chancen, vor denen wir stehen, gehört auch, dass wir mithilfe der jungen Zuwanderer, die jetzt zu uns kommen, auch manche Fragen der demografischen Entwicklung neu anpacken können. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir über die Frage der Zukunftssicherung unserer Alterssicherung reden, auch dieses in den Blick zu nehmen. Wir haben im Juli 32,6 Milliarden Euro in der Nachhaltigkeitsrücklage. Das sind 2 Milliarden Euro mehr, als wir in den Planungen gedacht haben. Aber natürlich durch die Mütterrente und die Rente mit 63 2,5 Milliarden Euro weniger als beim letzten Jahreswechsel. Aber wir stehen besser da als vermutet. Und das gibt gute Perspektiven für die Zukunft. Meine Damen und Herren, die Nachhaltigkeitsrücklage liegt bei 1,5 Monatsausgaben, oberhalb von 1,5 Monatsausgaben. Jetzt höre ich schon wieder die Auguren am Himmel tönen, man könne dann doch den Rentenversicherungsbeitrag senken. Ich kann nur dringend raten, die Finger davon zu lassen, sondern sich genau anzuschauen, welche Belastungen noch kommen. Nicht, dass wir zu schnell wieder erhöhen und anpassen müssen. Und der Effekt, den wir bei einer Senkung haben, ist nur kurzfristig und ein kurzfristiges Strohfeuer. Meine Damen und Herren, ich will auf einen zweiten Punkt zu sprechen kommen, was die Rente angeht, der mir sehr am Herzen liegt, weil mir das in den letzten Wochen und Monaten verstärkt über den Weg gelaufen ist. Es besteht ein dringender Handlungsbedarf aus meiner Sicht, dass wir den Menschen helfen, tatsächlich einen Überblick über ihre zukünftige Alterssicherung zu bekommen. Die Rentenauskunft der deutschen Rentenversicherung alleine wird nicht ausreichen, so gut sie auch ist. Aber wir brauchen eine Zusammenführung des Überblicks aus der privaten, der betrieblichen, der gesetzlichen Altersvorsorge. Sie müssen wissen, wie hoch die steuerliche Belastung ist. Sie müssen wissen, wie hoch der Krankenversicherungsbeitrag ist, der dort abgeht, weil es sonst auf einmal ein böses Erwachen geben kann. Und vor allen Dingen müssen wir es rechtzeitig sagen, damit man sich darauf einstellen kann. Das ist ein wichtiger Beitrag für die zukünftige, für die jüngere Generation, damit jeder sich darüber im Klaren ist, welche Entwicklung auf sie zukommt. Und deswegen halte ich das für zwingend geboten. Und ich glaube, dass die Politik gut beraten ist, hier die Erwartungen auch an die entsprechenden Träger deutlich zu formulieren, damit wir das auf den Weg gebracht kriegen und damit wir damit nicht mehr allzu lange warten. Meine Damen und Herren, neue Herausforderungen, neue Wege, neue Chancen. Voll Optimismus krempeln wir die Arme hoch und nehmen diese Herausforderungen an. Ich bin sicher, wir werden es gemeinsam schaffen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin.